Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über die interessante Begegnung in Matthäus 22. Da schickten die Pharisäer, die Schriftgelehrten zu Jesus, leitet ihn in Fragen, aber sie sollen so fragen, dass sie Jesus irgendwie fangen und dass Jesus was Falsches sagt, dass sie ihn auch dann fangen möchten und eventuell auch schon töten. Ja, und da lesen wir Folgendes. Und sie sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes Recht. Und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Person. Darum sage uns, was dünkt dich? Ist recht, dass man dem Kaiser den Zins gibt oder nicht? Darum Jesus merkte ihre Schalkheit, sprach er, ihr Heuchler. Was versucht ihr mich? Zeiget mir diese Zinsmünze. Und sie reichte ihm in den Groschen dar. Und er sprach zu ihnen, wessen Bild ist hier in der Übersicht? Und sagen sie des Kaisers? Da sprach er zu ihnen, so gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sich und ließen ihn und gingen davon. Ja, ein ganz interessantes Wort. Die kommen, Jesus zu fangen, aber die Zeit war noch nicht. Und Jesus antwortet ihnen sehr weise. Da müssen wir wirklich bei Jesus lernen. Immer sind seine Antworten nicht so, wie man es von Anfang denkt. Ja. Er macht irgendwie so wunderbar. Und ich denke, das ist für uns auch möglich, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet werden. Weil er an einer Stelle sagt, dass wenn ihr kommt vor Gericht und wisst nicht, was antworten, dann wird der Geist Gottes euch geben, die richtigen Worte. Dass wir immer die richtigen Worte geben. Das, was Jesus hier sagt, das ist nicht nur eine gute Antwort, das ist auch ein wichtiges Wort. Das haben sie wirklich auch verstanden. Und dann sind sie auch weggegangen von ihm. Er sagt ihnen also, es gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebe Gott, was Gottes ist. Und da war die Antwort auch beantwortet. Wenn der Kaiser fordert hier also, dass man das Zoll ihm gibt, dann gibt's halt. Ja. Aber Gott, das ist wichtig, dass wir Gott geben, was Gott wichtig ist. Und wir wissen, Jesus war schon in diesen letzten Tagen, bevor er dann auch zu Tode verurteilt wurde, bevor er also da gegeißelt wurde und so. Und dann, wenn er am Kreuz gestorben ist, hat die ganze Sünde in der Welt auf sich genommen hat. Ja, das war gerade 3-4 Tage vielleicht noch vor dem. Und hier geschieht das alles. Und er spricht mit ihm, sagt, gebt Gott, was Gottes ist. Was ist Gottes? Gottes ist doch, wenn Gott seinen Sohn auf diese Welt schickt. Wenn er ihn schickt, dass er hier wirklich sterben muss als Opfer und auf sich die ganze Sünde der Welt auf sich nehmen. Das ist Gottes Wunsch gewesen oder sein Wohlwollen zu uns allen. Wenn Gottes Sohn wirklich stirbt für alle Menschen, nimmt die Sünde der Welt auf sich, dann können Menschen gerettet werden. Jeder, der Jesus im Glauben annimmt, der bekommt ihn ins Herz. Und es ist so besonders, jeder kann durch ihn wiedergeboren werden. Gott muss man geben, was Gott will. Und die es wirklich auch die Bibel oder die drei jener Zeit so gelesen haben, wirklich was sie hatten, die Propheten, da war doch so viel geschrieben von dem, wie der Messias kommt, wo er ist. Wenn sie richtig studiert hätten, hätten sie Jesus auch gefunden. Aber ich denke auch, wenn man so Jesus hört, wie er spricht sogar, wie wunderbar. Die einfachen Menschen kamen zu ihm, der hat sie geheilt, er hat so viele Wunder getan. Man konnte doch auch sehen, Jesus ist der Sohn Gottes, ist der Messias. Man konnte mit ihm darüber sprechen, er würde Antwort geben. Aber das wollten sie nicht. Sie wollten nie Gott geben, was Gottes ist. Die Religion, ja, was gefordert war, dort haben sie alles getan, was sie nur für gut gesehen haben. Die haben gebetet, dass die Leute sehen, wie sie beten, dass sie ihnen Lob geben. Die haben auch Geld gespendet und so weiter. Vieles haben sie getan, aber geglaubt an Gott, was so wichtig ist, haben sie nicht. Und das sollte Gott gehören. Und dem Kaiser gehört halt dieses Zoll, was da auch notwendig war, zu geben. Und so wunderbar antwortet Jesus, auch in unserer Zeit. Wir haben so viel, wo wir etwas tun müssen, auch in unserem Land. Da gibt es auch Befehle, da gibt es auch Gesetze, da gibt es, wo wir auch gehorsam sein müssen. Aber es gibt Gottes Gesetz und das ist das Wichtigste. Und hier ist das Wichtigste, Jesus annehmen. Glauben an ihn.
ihm das Herz geben, ihm gehorsam sein, wirklich erfahren, was will Jesus in meinem Leben, dass ich seinen Willen erfülle. Das ist das Wesentliche. Das will Gott von uns, dass wir uns versöhnen mit ihm, dass wir bitten um Vergebung von unseren Sünden, dass er wirklich uns alles vergibt, weil bezahlt ist für unsere Sünde. Wir müssen nur an Jesus glauben. Das ist die Gottessache. Und dann ist es wichtig, auch gehorsam sein, wie das Wort Gottes sagt, geht hin in die ganze Welt, verkündigt den Namen Jesu. Oder spricht ein Zeugnis von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir wirklich ein Zeugnis geben können, dort, wo wir sind, wo wir leben. Und dass wir noch den anderen Leuten auch dieses sagen, dass sie zu Jesu kommen, dass vielleicht noch der eine der andere ihn findet und mal in der Ewigkeit mit Jesus ist. Das ist die Gottessache. Und er hat es so wunderbar gesagt, sie haben es gehört, die haben es auch verstanden. Das waren irgendwie besondere Worte von einem Menschen, der Macht hatte zu reden. Das war Gottes Sohn. Danke, Jesus, für diese wunderbaren Worte, die wir heute hier lesen dürfen. Danke. Amen.